Öffnen Sie unter Windows 7 den Explorer, werden standardmäßig die sogenannten Bibliotheken angezeigt. Die meisten Anwender hingegen möchten, dass nach dem Klick auf die entsprechende Schaltfläche in der Taskleiste, so wie in früheren Betriebssystemversionen auch, dass hierbei dann die Laufwerke des Computers angezeigt werden. Einstellen können Sie dies, indem Sie zunächst mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche des Windows Explorers klicken und danach im erscheinenden Menü erneut mit der rechten Maustaste auf den Eintrag des Windows Explorers klicken und dort dann den Befehl Eigenschaften per Mausklick auswählen. Wechseln Sie nun gegebenenfalls zu der Registerkarte Verknüpfung und geben Sie dort dann im Eingabefeld Ziel Folgendes ein. Stoppen Sie hierbei am besten das Video und achten Sie unbedingt auf die korrekte Schreibweise bei der Eingabe. Wenn Sie möchten, können Sie den Befehl auch unten in der Beschreibung kopieren und dann in das Eingabefeld einfügen. Danach brauchen Sie nur noch auf die OK-Schaltfläche klicken und schon sind Ihre gemachten Änderungen wirksam. Testen Sie dies, indem Sie auf die Schaltfläche des Windows Explorers klicken. Wie Sie sehen können, werden jetzt, so wie früher auch, die Laufwerke des Computers angezeigt. Übrigens, um ganz schnell den Windows Explorer aufzurufen, können Sie auch die Tastenkombination Windows Logo und E drücken. Selbstverständlich ist es auch möglich, wieder die Standardeinstellungen herzustellen. Wechseln Sie dazu wieder in das Dialogfeld Eigenschaften von Windows Explorer und geben Sie dort dann den hier gezeigten Befehl in das Eingabefeld Ziel ein. Auch hier können Sie, wenn Sie möchten, den entsprechenden Befehl unten in der Beschreibung wieder kopieren und im Anschluss daran in das Eingabefeld einfügen.